Willkommen zu einer neuen Folge Ramses Kitchen und wir befinden uns heute wirklich in der Küche. Ich habe letztens ja ein Video hochgeladen, dass ich jetzt 30 Tage lang einfach kein Alkohol trinken möchte, um zu beweisen, dass ich nicht abhängig bin, dass ich nicht süchtig bin, dass ich das gemacht habe, weil ich das wollte und nicht, weil ich das muss. Jetzt habe ich auch ein bisschen meine Ernährung umgestellt, habe gedacht, das kann nicht schlecht sein, ne? Habe mal gesund eingekauft, meinen gesunden Einkauf habe ich euch letztens gezeigt, denn ich will ja keine Muskelmasse abbauen. Ich wollte eigentlich nur abnehmen, aber nur hungern bringt auch nichts. Jetzt habe ich mir abends öfters mal so einen Salat gemacht und habe auch mal ein Foto davon veröffentlicht, haben viele gesagt, boah, das sieht richtig gut aus und jetzt möchte ich euch mal zeigen, wie ich mir so einen Salat mache, was da reinkommt. Hier habe ich also nochmal die Zutaten, das ist im Prinzip alles so, was ich sonst beim Einkauf dabei hatte. Hier Gurke ist dabei, so Balkankäse, Paprika, hier sind Tomaten, Eier, Thunfisch, da liegt noch eine Möhre. Ich hatte beim ersten Mal diese Schüssel, aber die war so voll, ich konnte das dann kaum rummachen. Deswegen werde ich diese heute nicht nehmen, sondern die grüne. Die grüne ist nämlich größer. Und wenn ich die grüne nehme, passt das alles besser rein. So. Jetzt stelle ich euch auf jeden Fall mal hier hin. Als erstes nehmen wir uns jetzt mal hier ein Messer. Dieses Original Michael Myers Messer, wie man sieht, aus Halloween. Das nehme ich jetzt immer zum Schneiden. Und wir fangen an mit einer Gurke. Wichtig, vorher waschen. Ich weiß genau, die Mama guckt das Video wieder und meckert dann rum. Ihr seht, die ist noch richtig feucht. Wir fangen also an mit der Gurke. Wir schneiden dann immer vorne das erste Küppchen weg und das letzte Küppchen weg. Den Rest verwerte ich also ganz. Jetzt fangen wir an, schön die Gurke zu schneiden. Ich weiß nicht, wie ihr Gurke schneidet, ob ihr da immer euren Finger so hin und her schiebt oder wie ihr das macht. Die richtigen Profis können das natürlich ratzfatz. Wir hauen hier wirklich die komplette Gurke rein. Denn eigentlich wollte ich mich ja nur von Gurke ernähren. Dann haben aber alle davon abgeraten. Und Sabrina war die Erste, die gesagt hat, wenn ich schon Gurke esse, soll ich wenigstens abends noch ein Ei dazu essen. Jetzt habe ich mir deswegen in den Gurkensalat dann auch ein Ei reingemacht. Habe mir dann aber auch andere Sachen geholt, weil eben Fisch gesund sein soll. Ihr seht, das ist jetzt nicht, das hat jetzt nichts mit Können zu tun. Die Scheiben sind so dick. Das geht natürlich alles schöner, alles zärtlicher, kommt ja darauf an, wie man es mag. Ich mag es gerne knusprig, ich mag gern was im Mund haben, klingt richtig pervers. Deswegen, wir schneiden das jetzt alles mal hier rein, werfen das dann, der Platz reicht hier gar nicht aus. Zack, da kommt die Gurke noch entgegen, werfen das dann alles erstmal in die Schüssel. Dann am Ende habe ich ja noch meine besondere Zutat, wie ich das alles noch köstlicher mache, dass das alles nicht so wässrig ist. Ob ihr die Schalen bei den Gurken dran lasst oder nicht, ist euch natürlich selbst überlassen. Als zweites würde ich sagen, weil es so pervers ist, haue ich mal den Thunfisch rein, damit unten auch schön ein bisschen Brühe dran ist. Letztens hatte ich den normalen von, ja, das ist jetzt hier La Perla, Thunfischstücke in pikanter Dressingsoße. Da bin ich mal gespannt. Ich hoffe, das ist trotzdem gesund und macht nichts. Das andere war ja nur eigener Saft. Hier habt ihr pikante Dressingsoße, kann ich euch gleich mal zeigen. So, so sieht das aus. Ist vielleicht doch nicht so gut. Vielleicht sollte man doch nur die erste im eigenen Saft nehmen, denn das verfälscht jetzt schon wieder komplett den ganzen Geschmack. Wir hauen auf jeden Fall den Thunfisch. Wir können mal gucken, ob das so geht mit einer Hand. Hier sind nämlich die Gurken. Wir hauen den Thunfisch jetzt mit auf die Gurken drauf. Der ist sogar rausgefallen komplett. Wunderbar, guckt euch den Thunfisch an. Der fliegt jetzt auf den Gurken rum. So, zwei Eier, schön gekochte Eier aus dem Rewe, obwohl die im Rewe ziemlich teuer sind. Im Rewe kostet, glaube ich, so ein 6er-Pack 1,50. Und im Lidl Aldi so kostet ein 10er-Pack, glaube ich, 1,19. Also gönnt euch lieber aus, nicht aus dem Rewe. Kommt drauf an, ich meine, es ist ja nicht so, dass sie jetzt bessere Qualität haben oder irgendwas. Eier sind halt Eier, wenn ihr die gekochten einfach nehmt aus Bodenhaltung, ist das ja alles gleich. Sollte zumindest gleich sein. So, schön geschält, alles hier abgefriemelt. Ihr seht selbst unter der Schale überall diese Färbungen am Ei.
Das kann auf jeden Fall nicht gesund sein. Obwohl, das ist ja Lebensmittelfarbe. Das ist ja nicht giftig. Das kann man ja so essen, wie es ist. Jetzt schieben wir aber mal die Schalen hier zur Seite. Vielleicht hätte ich es doch einfach mit dem Finger machen sollen, weil das besser ist. Schneiden das einmal klein. Das sieht bestimmt auch gut aus. Zack. Einfach nur so kleine Stücken. Das zerfällt eh gleich alles. Und zwei Eier sind, glaube ich, auch nicht zu viel. So viele Eier soll man ja auch nicht essen. Nicht wie Yokozuna damals, wer den noch kennt aus der WWF. Der hat am Tag 40 Eier gegessen, irgendwie so. Und ist dann an Herzverfettung gestorben. Also seid nicht wie Yokozuna. Lasst die Eier in Ruhe, lasst den anderen auch noch Eier. Die kommen jetzt auch in die Schüssel. So sieht die Schüssel also wohl jetzt aus. Mit Ei, Thunfisch und Gurke. Wenn wir gerade dabei sind, Adi, geh mal bitte runter und hör auf, am Messer rumzumachen. Nehmen wir uns jetzt mal schön den Balkankäse. Da habe ich immer eine halbe Packung dran gemacht. Die Soße fülle ich auch mal mit. Das ist ja eigentlich hier in Salzlake gereift. Also die Brühe von dem Balkankäse habe ich auch mal damit reingefüllt in die Schüssel, dass es nicht so trocken ist. Jetzt schneiden wir den natürlich hier in Scheiben, also in so kleine Würfel. Adi, nein, so, wenn wir den so haben, teilen wir den natürlich nochmal anders. Hauen den mit rein. Beim letzten Mal wollte ich eigentlich Tomaten mit ran machen. Deswegen hatte ich diese Snack-Tomaten. Aber irgendwie war die Schüssel so voll und ich habe gedacht, da ist so viel Zeug dran. Wenn ich jetzt. Nein, Adi. Wenn ich jetzt extra noch diese Snack-Tomaten ran mache, dann geht vielleicht doch wieder Geschmack weg, denn der Thunfisch bringt Geschmack, der Käse bringt Geschmack, die Eier eher nicht und die Tomaten meiner Meinung nach eben auch nicht. Deswegen habe ich die dann trotzdem einfach weggelassen. Hab gedacht, das sind Snacktomaten, die kann man ja auch einfach so beim Fernsehen mal abends nebenbei essen. So. Ja, die frisst mir, glaube ich, den ganzen Käse weg, oder? Ah, die hat meinen Käse zu essen. Den Käse haben wir jetzt auf jeden Fall auch fertig. Den machen wir jetzt auch mit rein. So sieht es jetzt also aus. Mit Käse, mit Gurken, mit Ei, mit Thunfisch. Ach, der Adi wieder, der legt das ganze Brett ab. Wascht euch auf jeden Fall gründlich eure Paprika ab. Und ja, ich würde sagen, wir schneiden die einfach in der Mitte auf. Zack, gehen einmal rundherum. Dann nehmen wir die auseinander. Ui. Dann ziehen wir hier in der Mitte das komische weiße Gebambel raus, wo die ganzen Kerne dran rumhängen. Das können wir vielleicht auch nochmal, wenn wir es auswaschen. Sind die Kerne mit einmal nämlich draußen. Hier machen wir es auch so. Das sieht immer so richtig pervers aus. Einfach hier die Kerne raus. Ach, da lassen wir das Weiße einfach drin. Adi! Ja, die chillt auf jeden Fall im Waschbecken. Das ist jetzt weg. Und ich habe gestern, glaube ich, beziehungsweise beim ersten Mal, nicht gestern, nur eine halbe Paprika daran gemacht, klein geschnitten. Die andere, wir nehmen mal hier die kleinere, nehmen wir mal. Und da ist ja überall Wasser drin jetzt. Die kleinere nehmen wir mal, die machen wir mal so und nochmal so. Das kommt dann zurück in den Kühlschrank und wenn ich dann zum Frühstück vielleicht Eiweißbrot esse mit, was gab's denn heute? Ich weiß gar nicht, was ich gegessen habe. Würde ich auf jeden Fall, dann habe ich vier so Paprikaschoten dabei, die schön frisch und saftig noch sind. Die kann ich also dann zum Frühstück essen. Weiß ich wieder nicht, wo ich es hin tun soll. Wir schmeißen es einfach mal auf den Ofen. Die mache ich aber klein oder versuche es zumindest. Machen Sie einfach mal so. Ich glaube, so kann ich es besser schneiden. Da biegt sich es nicht so weg. Beziehungsweise hätte ich es auf dem. Hätte ich es vielleicht auf den Rücken legen sollen und nicht auf den Bauch. Obwohl, mit ein bisschen Druck geht das natürlich. Ah, die bleibt bloß unten, ich sag's dir. Werden das hier gleich mal zerteilen, was hier rumfliegt. So, sieht doch eigentlich ganz lecker aus, ganz frisch, ganz. Jetzt mache ich es darüber in die Kerne, sehr gut.
ja mal ein paar größere Stücken jetzt noch. Nehmen wir auch mit. Muss ja nicht alles gleich sein. Au! Beziehungsweise die trennen wir halt nochmal. So, das trennen wir noch. Das ist aber jetzt okay, das reicht so. Sieht auch fast aus wie Tomaten. Das kommt jetzt auch in die Schüssel. So, jetzt habt ihr die Paprika auch in der Schüssel. Hier habt ihr, wie gesagt, die Paprikastreifen für morgen zum Frühstück. Hier habt ihr Tomate, aber ich weiß nicht, ich glaube, ich meine, es ist rot ist ja schon dran, grün ist dran, weiß ist dran, Fisch ist dran. Ich glaube, wir werden die trotzdem zum Essen. Irgendwann mache ich mir vielleicht einen mit Tomaten, aber ich möchte den jetzt genauso machen wie beim ersten Mal. Da habe ich eben die Tomaten weggelassen. Die Möhre machen wir auch nicht dran, die liegt einfach so hier, die ist jetzt als Snack zwischendurch. Ich mache das nämlich jetzt gerade nachmittags, nehme das Video auf und die Möhre möchte ich jetzt für zwischendurch einfach essen. Aber der Salat ist für abends und eine Möhre zwischendurch kann ja nicht schaden, vor allem wenn die so riesengroß und fett ist. Wir sind aber immer noch nicht fertig, denn ich habe gestern, muss ich mal gucken, was hier noch rumliegt, ich habe gestern auf jeden Fall dann noch Pfeffer dran gemacht. Muss ich gucken, welche Seite welche ist. Die ist klein, die ist groß. So. Machen wir da noch ein bisschen Pfeffer dran. Habe ich ja gestern auch. Das müsst ihr dann selbst halt entscheiden, wie viel Pfeffer ihr da dran macht. Ihr seht, das sieht man dem Pfeffer richtig. Das ist halt jetzt richtig schön brutal. Ein Einwachs. Habe ich gestern auch noch dran gemacht. Das war nämlich hier dieses Chiliöl. Ein bisschen Öl an den Salat. Das ist richtig schön scharf. Das habe ich von meiner Cousine damals mal bekommen. Zum Geburtstag. Jetzt geht es natürlich nicht auf. So, komm her. Und das könnt ihr euch jetzt angucken, wenn das rauskommt, wie das aussieht. Hier, wenn das da drauf tröpfelt. Das ist auf jeden Fall richtig heftig. Meine Mama hat gestern gesagt, bist du verrückt? Das ist so scharf, man kann den Salat gar nicht essen. Es müsste jetzt also reichen, dass das auch nicht so so trocken ist. Der Adi guckt sich so lange die Kerne von der Paprika an. Ja, Adi, was isst du da? Isst du die Kerne? Adi, isst du die Kerne? Was ist denn das? Hm? Komm, schnüffel mal, schnüffel doch. Komm, du hast mich doch lieb. Alles gut, das stellen wir wieder hin. Falls das Öl irgendwann mal leer ist, habe ich mir jetzt so Tabasco zugelegt. Ich weiß aber nicht, ob das gut ist oder ob es vielleicht doch besser ist, das so mit Öl zu machen. Ich weiß nicht, wie, was davon gesund ist, was nicht. Vielleicht ist das Öl und das Tabasco beides schlecht. Wir machen das jetzt noch ein bisschen rum. Sieht auf jeden Fall brutal aus. Schmeckt auch brutal. Ich beiße nochmal in die Möhre. Dann zeige ich euch den Salat nochmal, wenn er fertig ist. So, jetzt habe ich den Salat auf jeden Fall ein bisschen rumgemacht. Ihr seht, da kann man nochmal alles schön erkennen. Hier die Gurken, da die Paprika, da Thunfisch, Käse, alles dabei. Der sieht jetzt schon extrem ölig und flüssig aus. Flüssiger als der letzte. Entweder habe ich beim letzten weniger Öl dran gehabt oder das kommt auch durch den Thunfisch einfach nur, da der hier ja schon so eine eigene Soße dabei hatte, so eine pikante. Da lasse ich mich mal überraschen. Hab das jetzt hier also ein bisschen durchgemacht, ne? Das wird auf jeden Fall wieder sehr scharf sein, denke ich mal. Da weiß ich auch nicht, wenn ich so eine ganze Schüssel zum Abendbrot esse, ob das vielleicht zu viel ist, weil das ist eigentlich wirklich eine ganze Menge. Woanders würden da 4 Leute davon essen, glaube ich. Vielleicht ist es auch gut, man isst die Hälfte, stellt den Rest über Nacht in den Kühlschrank und isst die andere Hälfte dann nächsten Tag oder so, dass man daraus also noch 2 Portionen macht. Ansonsten, keine Ahnung, im Gegensatz zu was ich sonst gegessen habe, dürfte das auf jeden Fall nicht so schwer im Magen liegen. Ist ja alles nur Gemüse und leicht bekömmliches Zeug. Wie das schmeckt, ich werde es jetzt nicht probieren. Wie das schmeckt, könnt ihr selbst rausfinden, indem ihr den einfach mal nachmacht, genauso wie ich das gemacht habe. Obwohl ihr wahrscheinlich die Zutaten nicht finden werdet, die ich hatte. Obwohl, komm, wir sind nicht so, wir probieren wenigstens mal hier so eine so Gurkenscheiben mit Paprika dran. Auf jeden Fall nichts für die Mutti. Und jetzt schon wieder gesagt, ich kann sowas nur essen, aber
Ich finde das so genial. Ich esse so gerne einfach scharf. Es muss immer scharf sein, scharf für den Kreislauf, scharf für alles. Da merkt man, dass man noch lebt. Das war es jetzt von meiner Seite aus. Das ist also mein Salat, mein Mexiko-Salat, mein Chili-Salat. Mexiko nicht, ist ja kein weder Mais noch Bohnen dran. Keine Ahnung, einfach Ramses Kitchen Salat selber machen. Was ihr noch für Tipps habt, was man für einen Salat noch machen könnte, den ich auch mal probieren könnte, den ich einfach nur mal essen könnte, oder was ihr immer so für Salat macht, was ihr an euren Salat dran macht, schreibt es mal in die Kommentare. Das war's von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Peace out, Vorhaut, euer Ramses. Und euer Adi. Ah! Gut.